Hey Leute, ich bin Tom, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Wir werden heute was zum allerersten Mal gemeinsam machen, und zwar gehen wir heute angeln. All diejenigen, die mich auf Instagram verfolgen, die werden schon mitbekommen haben, dass ich vor rund 2 Wochen angefangen habe, joggen zu gehen. Darum kommt ja auch das neue T-Shirt mit eines Tages oder Tag 1, deine Entscheidung. Und genau das ist auch das neue YouTube-Format von mir, denn wir werden zusammen Dinge zum ersten Mal probieren. Ich treffe mich gleich mit Sascha, und der geht schon seit Jahrzehnten angeln, und er hat mich beauftragt, in den Angelladen zu gehen, weil wir noch 1, 2 Sachen brauchen. Und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt direkt mal zusammen rein. Hallo. Also eine Packung Fliegenmaden, 2 Kilogramm Weißfischfutter und ich brauche einen Angelhut. Und den Angelmaden, möchte ich nur mal was sagen, weil wenn Ihnen das weiterhin gefällt mit dem Angeln und Sie dann das weitermachen, dann wäre es schön, wenn Sie eine eigene Madendose mitbringen würden, um die Maden da reinzumachen. Ah, weil mein Problem ist nämlich, ich möchte eben Plastikmüll sparen, und ich habe 4.000 bis 8.000 Dosen und Deckel verbraucht im Jahr. Ja. Und die flogen gleich danach im Müll. Und ich bin eben so ein Mensch, der sagt, wir können uns gegen Plastik nicht wehren, aber so ein bisschen Vermeidung kann auch was bewirken. Absolut. Ja? Diese Sommerhüte sind eigentlich besser, die sind aus Mikrofiber und luftig, und wenn sie heller sind, reflektieren sie auch das Sonnenlicht ein bisschen besser. Ah, okay. Da hinten ist auch ein Spiegel, wenn sie nochmal schauen möchten. Ja, die nehme ich doch direkt. Dieses Stillwasserfutter hier, das wäre jetzt ein sandfarbenes Futter, und wenn man sagt, nee, also die Fische sind, das Wasser ist glasklar und die Fische mögen dort lieber einen Untergrund, der ein bisschen dunkler ist, dann würde ich jetzt hier so ein Futter, also es ist beides Stillwasserfutter, aber das ist eben schwarz und das ist eben hell. Mhm. Das kann man auch mischen. Und kann man die notfalls auch essen? Die könnten sie essen, die sollen leicht süßlich schmecken. Schönen Tag noch. Ebenso. Tschüss. So, Freunde, wir sind hier am Teich, der Teiche, und werden heute ein bisschen angeln. Sascha ist auch mit dabei. Hallo, und ich bin sehr gespannt, was es jetzt gleich wird. Wir werden erstmal eincremen. Und ich glaube, so ein Mückenzeug wäre auch nicht schlecht. Eincremen ist mindestens genauso wichtig wie Mückenschutz, denn wir wollen ja hier nicht bei unserem ersten Angelabenteuer gleich verbrennen, ne? Auch an alles denken, auch vor allem an die Ohren. Ganz wichtige Sache, kann mega wehtun. Was darf natürlich nicht fehlen? Na klar, so ein richtiger, schöner Angelhut. Den habe ich mir mal organisiert, gerade im Angelladen. Und somit kann das Abenteuer an dieser Stelle beginnen. Und wir brauchen heute so viele Sachen, oder was, die du jetzt mitgenommen hast? Also wir brauchen auf jeden Fall einen Teil davon. Und da ich vorher nicht selektieren wollte, habe ich einfach alles mitgenommen. Auf jeden Fall schon mal hier für den Schirm schon mal in die Erde gerammt. Genau. Damit wir auch ein bisschen im Schatten sitzen. Weil Leute, es sind einfach mal 30 Grad und es ist sehr, sehr sonnig. So. Stuhl steht schon mal. Mehr oder weniger. Und jetzt ist die Frage, was machen wir als erstes? So, wir werden jetzt erstmal die Tiefe ausloten, damit unsere Köder nachher auf dem Grund liegen, wo wir ja durch unser Futter, was wir gleich einbringen werden, die Fische fangen wollen. Okay, welche Fische wollen wir heute überhaupt fangen? Gibt es jetzt hier schon irgendwie eine Gattung oder so, so eine Art? Also, ich denke, wir werden heute... Kommen wir was wolle, oder wie? Ja, wir werden heute einfach Freestyle bzw. Allround fischen, weil prinzipiell geht es ja erstmal darum, dir, Tom, zu zeigen, wie das vom Ablauf her, beziehungsweise wie man es grundsätzlich einfach angehen sollte, wenn man Fische fangen möchte. Ne? Also ich werde jetzt nicht versuchen, irgendwo einen Aal am helllichten Tage zu fangen oder so. Das macht, glaube ich, wenig Sinn. Wir werden jetzt einfach versuchen, irgendwo ein paar Weißfische zu bekommen, ein paar Plötzen, ein paar Rotfedern, vielleicht eine Güste oder eine Brasse. Auf jeden Fall ein Fisch, das sollte das Ziel sein. So ist es. Das Ziel, wie bekannte Menschen da so sagen, das Ziel ist halt der Fisch. Ja. Das ist eigentlich eine ganz normale Wurfroute, also das ist auch eine Allround-Route, die kann man jetzt als Grundroute verwenden, weil die doch, sag ich mal, recht stabil ist, ein recht hohes Wurfgewicht hat. Ich verwende die halt gerne fürs recht schwere Posenangeln. Da ist jetzt eine 12-Gramm-Pose dran
oder eine 15 Gramm Pose dran. Und dafür sind die super. Ne? Und du schmeißt es jetzt rein, um herauszufinden, wie tief das Wasser ist? Genau, ich verstelle jetzt halt den Stopper so lange, bis die Pose stehen bleibt. Und dann weiß ich, mein Blei schwimmt kurz über dem Grund und mein Haken liegt auf dem Grund. Dann Rute ist ganz normal aufgebaut, hat jetzt eine 22er Schnur drauf, eine 22er Monofil-Schnur. Ich habe auf der Schnur, wie man hier sieht, einen Stopper. Das heißt, der sorgt dafür, dass die Pose auch dort stehen bleibt, wo sich der Stopper befindet. Das ist dann entsprechend die Tiefe, die wir eingestellt haben. Hier ist die Pose. Die Pose ist befestigt an einem Wirbel, der auf der Schnur laufen kann. Mit einer kleinen Stopperperle vorgeschaltet, dass der Wirbel nicht über den Stopperknoten oben rutscht. Unten dran genau das Gewicht, was man halt für diese Pose in der Gewichtsklasse braucht. Darunter nochmal ein Wirbel mit Karabiner und an diesem Karabiner ist unser Vorfach in 18er Stärke mit einem kleinen 12er Haken. Also ich würde sagen, du bist bestens ausgerüstet für heute. Jetzt kommen die Maden und der Mais. Ach, ich sollte noch einkaufen gehen. Pass mal auf, ich zeig dir mal, was ich gekauft habe und du sagst mal, ob das überhaupt das Richtige ist. Also pass auf, ich habe hier so ein paar Maden organisiert und Fischfutter. Einmal irgendwie ein helles und ein dunkles. Ist das richtig so? Das ist ganz wunderbar, Tom. Also die hier sind irgendwie auch ein bisschen lebendig. Ja. Die sind, glaube ich, auch schon ein bisschen aufgeregt, jetzt gleich ins Wasser zu dürfen. Beziehungsweise ist denen vielleicht auch ein bisschen warm drin. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn das schon mal richtig ist, ist das schon mal gut. Der gute alte DDR-Stuhl. Neu gespannt. Oh, hier noch richtig schön mit so einen Federn und so. Das kann ja nur bequem sein. Tipptopp. Ey, tippitopp. Geil. Und was ist das für ein Zauberkoffer? Was ist hier jetzt so drin? Grundsätzlich Ersatzposen, Ersatzrolle habe ich immer dabei. Ja, und Kleinstmaterial halt wie Haken, Bleie, Stopper, Perlen, Stopperknoten. Also das, was man für die Montage, die ich gerade erklärt habe, einfach so braucht. So, wir haben uns jetzt dafür entschieden, doch ein anderes Vorfach dran zu machen. Weil das Vorfach, was hier dran ist, ist schon leicht porös. Also die monofile Schnur ist nicht mehr die beste. Und bevor wir nachher einen Schnurbruch auf dem Vorfach riskieren, wenn wir den Fisch dran haben, gehen wir da von vornherein lieber auf Nummer sicher. Jetzt suchen wir uns hier zwei, drei schöne große Maiskörner raus. Haken die auf und werfen genau die Stelle mit der Rute an, die wir gerade ausgelotet haben. Okay, und jetzt heißt es eigentlich nur warten, ne? Jetzt heißt es warten, beziehungsweise wir werden die Stelle jetzt, auf der unser Köder liegt, auch noch füttern. Okay. Ist das besonders lecker für die Fische? Naja, das ist halt Zuckermais, ja. Also ja, die Aromen, die verteilen sich auch unter Wasser. Und die Fische riechen das halt auch. Ja? Die Fische haben ja genauso wie wir auch Nasen. Und dann hoffen wir einfach, dass die unseren Mais finden. Welche Richtung? Zur Pose. Okay. Perfekt. So, jetzt werden wir versuchen, einfach nebenbei, neben unserer Hauptrute, noch ein paar kleine Weißfische zu fangen mit der Stipprute oder Kopfrute, wie man es gern nennen möchte. Und wir mischen uns dazu erstmal ein bisschen Futter an. Genau, also die im Angelarmament auf jeden Fall, dass man dieses Futter hier irgendwie bei hellen oder bei dunklen Gewässern nimmt und das andere bei hellen. Kannst du das bestätigen? Also das denke ich schon, ja, richtig. Also dadurch, dass wir jetzt hier doch relativ klare Sicht haben, aber das ist eigentlich beides auch schon relativ dunkel oder sandfarben. Ne? Ja. Also ich denke, wir mischen das einfach. Ja, okay. Ja, wir machen uns jetzt so zwei, drei Hände voll. Das sollte erstmal reichen. Also irgendwie riecht das Futter so ein bisschen nach Kokos oder so. Jetzt ist das so ein bisschen erdfeucht, das Futter. Das heißt, normalerweise könnte man es jetzt noch sieben und dann das Futter sozusagen noch ein bisschen behandeln, ein bisschen feiner machen. Aber wie gesagt, wir wollen ja wirklich nur ein bisschen unsere kleinen Weißfische anfüttern. Und das klumpt jetzt. Das ist super. Da schmeißen wir jetzt zwei, drei so eine kleinen Klumpen rein und hoffen einfach, dass unsere kleinen Weißfische das ganz cool finden. Das cool finden, riechen und dann halt auch auf unsere Made beißen. Genau, du meintest jetzt hier hinter dieser Bank, ne? Genau, also wir haben hier vorne so eine kleine Krautbank und da vorne geht es dann halt hinter der Krautbank so ein bisschen tief runter und meistens schwimmen halt die Fische direkt so am Kraut lang, um halt, wenn jetzt der große Fisch, der große Raubfisch kommt, schnell flüchten zu können ins Kraut. Okay. Ja, darum werden wir da jetzt füttern, halt so 5 Meter raus. Das hau ich da jetzt rein, ne? Das haust du jetzt so 5 Meter raus
Wunderbar. So, jetzt bauen wir unsere Kopfrute erstmal auf. Das mit dem Anglerhut, das fühle ich irgendwie. Was meinst du? Sieht das gut aus? Sieht auf jeden Fall cool aus. Sieht ja. Auf jeden Fall irgendwie ein bisschen Lulli-mäßig aus, oder? Na ja. Es geht. Es geht. Ach krass, und das ist jetzt hier so ein langes Ding. Wie lang ist das? 6 Meter. Das ist jetzt eine 6 Meter Kopfrute, mit der kommen wir dann halt auch bequem über diese Krautbank drüber. Okay. Okay, jetzt kommen die Maden hier noch zum Einsatz. Die kommen nämlich vorne in den Haken dran, ne? Genau. Das ist der Madenkopf. Das ist das Hinterteil der Made, wo die 2 Punkte sind. Und dieses Hinterteil, das drückt man. Man drückt die Made ein bisschen, dann kommt das hier raus. Und hier ganz am äußersten Ende hakt man die Made dann auf, sodass sie noch schön am Haken zappelt. Schön, Freunde. Jetzt heißt es erstmal warten. Keine Ahnung. Vielleicht dauert es eine Stunde, vielleicht dauert es 2 Minuten. Wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall hier mit meinem Anglerhut gut vorbereitet. Würdest du eigentlich sagen, dass Angeln auch was mit Geduld zu tun hat, vielleicht ein bisschen? So minimal? Ganz minimal, ja. Also als wir angefangen hatten, hatte ich ein gutes Gefühl. Jetzt weiß ich gerade, bin ich mir nicht so sicher, ob sich das hier heute nochmal bestätigt, dass da nichts passiert. Also ein Fisch ist jetzt noch nicht am Start, auf jeden Fall schon mal ein paar Schwäne. Ob die jetzt anbeißen, weiß ich nicht genau, aber sieht auch so ein bisschen nach so einem Paarungstanz aus. Freunde, wir angeln hier. Das gibt's doch nicht, oder? Ja, die 2 Tiefseetaucher da hinten, die 2 Männchen und da die 2 Weibchen. Und wir wollen hier angeln, Leute. Also wir haben gerade schon gesehen, dass an unserer Pose da hinten auf jeden Fall kleine Fische sind. Die Frage ist halt nur, sind die an der Pose oder am Köder? Da ist doch was. Das ist halt auch eine sehr schwere Pose. Ja. Das heißt, wenn jetzt Kleinfisch unten dran ist und 3 Maiskörner, das ist halt auch so eine Sache, das kriegt natürlich ein kleiner Fisch nicht weg. Aber wir wollen damit ja eigentlich auch keine kleinen Fische fangen. Ja, aber es macht jetzt keinen Sinn, die Pose mal hier ranzuholen, um mal zu gucken, was da los ist? Einfach mal reinzuholen? Kann man schon machen, ja. Einfach mal machen, einfach mal probieren. Würde mich mal interessieren, wirklich. Na, da ist auf jeden Fall noch ein Mais dran, ne? Alle 3 Körner. Das ist noch gar nichts passiert. Aber was gut ist, wir haben auch kein Kraut dran. Das heißt, der Köder liegt wirklich schön frei auf dem Boden. Das heißt, der Fisch hat auch freien Zugang und muss sich nicht durchs Kraut kämpfen, um den Köder zu kriegen. Also du hältst die Rute einfach so, ne? Ja. Die Finger über der Rolle. Okay. Holst du die Schnur so ran, nimmst die mit dem Zeigefinger, hältst die fest. Okay. Klappst den Bügel um. Wenn du dich festhalten würdest, würdest du halt runterfallen. Ach, ah ja, okay. Ja. Abwickeln quasi. Genau. Und jetzt ist halt der Schwung. Ja. Wirfst aus und beim nach vorne werfen musst du den Zeigefinger loslassen, sodass die Schnur abrollen kann. Jetzt kann ich ein bisschen Schwung holen. Genau. Nicht den Schirm treffen, nicht dich treffen, nicht mich treffen. Richtig. So. Maiskorn ist noch dran. Ja. Und beim Auswerfen den Zeigefinger loslassen. Als ob. Also auf die Plätze. Fertig. Und los. Ich würde sagen, 1 Meter weiter. Ja, weil die vordere hier ist es auf jeden Fall. Also wir wollen die Pose, die wir jetzt haben, eigentlich übertreffen, oder? Nee, wir wollen die eigentlich daneben platzieren. So 2-3 Meter daneben platzieren, weil wir da vorhin mit Mais gefüttert haben. Und die Futterstelle groß genug ist, um da halt 2 Posen drauflegen zu können. Achso, okay. Gucken, ob du das besser hinkriegst. Ah ja, das sieht besser aus, finde ich. Also, auf 3. 1. Oh. Nochmal. 1, 2, 3. Gut, nochmal. Mäßig. Nee, ich denke mal, wir sollten mal auf Mehlwurm gehen. Fliegenmade. Das Hinterteil wird angeködert, das wo die 2 Punkte drauf sind. Die entwischt mir hier gleich. Haken rechte Hand. Mhm. Den Haken Schenkel. Genau. Okay. Drückst die Made ein bisschen. Ja. Ein klein bisschen und köderst die einfach am Hinterteil an. Da ist ein kleiner Zipfel, der da dann rauskommt. So, Freunde, damit können wir arbeiten, oder? Ja.
Ich glaub's nicht. Ey, der hat einen Blick dafür. Was ist das für ein Fisch? So, jetzt haben wir eine wunderschön gold gefärbte Rotfeder gefangen. Die sieht ganz, ganz klasse aus. Ist auch sauber gehakt an der Unterlippe. Aber jetzt mal ehrlich, wie hast du das gerade mitbekommen? Die Pose ist einfach untergegangen, ja. Also die kleine, ne? Die kleine, genau. Okay. Wir haben die Rotfeder auf jeden Fall wieder zurück in den See gepackt. Und zwar aus vielerlei Hinsicht. Die erste Methode ist also schon mal aufgegangen hier in dem flachen Gewässer mit dem Anfüttern. Das hat schon mal soweit gut funktioniert. Die Frage ist aber nun, was ist denn mit den anderen zwei Posen? Um das Ganze herauszufinden, werden wir erstmal schön Armut essen. Denn es gibt richtig fein Nudeln mit Tomatensauce. Kann das sein, dass es auch so ein klassisches Angleressen ist? Nudeln mit Tomatensauce? Ja, ich nehme mir halt auch meistens irgendwie Ravioli oder sowas. Echt, ja? Mit. Ja, ja. Okay. Stell einfach die Büchse auf den Gaskocher und. Ja. Okay. So, Freunde, heute gibt es wieder Nudeln hier direkt am Angelteich. Und mal gucken, was hier noch so passiert. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob wir noch den einen oder anderen Fisch hier rauskriegen. Da hinten ist auf jeden Fall eine Pose. Da ist auch noch einer am Start. Also drückt uns mal die Daumen. Hier beim ersten Angelabenteuer gibt es natürlich zu den Nudeln auch eine Tomatensauce. Und zwar dieses Mal von Coro wieder hier schön eine Basilikum-Tomatensauce. Und die werden wir jetzt mal in den Topf packen und dann schauen wir mal, ob das Ganze hier schmeckt. So, die Nudeln bitte sehr. Oh, grandios. Wunderbar. Wir werden jetzt noch ganz in Ruhe aufessen und nebenbei natürlich die Posen noch im Blick behalten. Wenn ihr das Ganze auch mal ausprobieren wollt, dann nehmt meinen Rabattcode TOM5 und erspart nochmal 5% auf eure Bestellung bei Coro. Es könnte sein, dass die linke Pose gerade irgendwie ja, einen kleinen Erfolg verzeichnet. Oh, jetzt wackelt es aber, oder? Aber wenn jetzt ein Fisch dran wäre, das würde man wirklich deutlich sehen, oder? Also wir hatten auf unserer linken Pose jetzt so ein bisschen was Ungewöhnliches. Und zwar ist die einfach so um die 3-4 cm nach unten gegangen, beziehungsweise in die Tiefe gegangen, hat nur noch die Spitze rausgeguckt, dann ist sie wieder hochgekommen. Und das Ganze ist jetzt 2-3 Mal passiert. Und darum werden wir jetzt die Rute mal rausholen und gucken, ob alles in Ordnung mit unserem Köder ist. Dass wir, wenn der Köder eventuell abgefressen wurde, nicht die Chance versemmeln, den nächsten Fisch zu fangen. Was ist hier los? Okay, wie geht's den Maden? Die sehen noch relativ gut aus. Na. Nichts passiert. Nein. So Leute, ihr habt es gesehen, das war hier das erste Mal Angeln in diesem Fall. Und ich muss sagen, ich habe eine ganze Menge gelernt. Es waren aber auch ganz, ganz viele Fachbegriffe dabei, die ich natürlich alle noch nicht zuordnen kann. Vielen Dank, Sascha, dass wir heute mit dabei sein konnten und dass du uns ein paar Sachen gezeigt hast. Ja, kein Problem. Hat mich sehr gefreut, euch mal ein paar Grundlagen über das Angeln beibringen zu dürfen. Ja. Und wenn du magst, sehen wir uns am nächsten Samstag um 8:30 Uhr wieder hier auf meinem Kanal. Hab jetzt eine coole Woche. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.